Willkommen an den Empfangsgeräten. Ich bin Mongols Jakob von den Frakta und ich bin in der Mordschlacht um Aronir vom Georgios. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht falsch ausgesprochen habe. Auf jeden Fall eine Modder aus der Strategiezone. Danke für die Erlaubnis, deine beiden Mods vorstellen zu dürfen. Und dann gehen wir mal direkt rein. Ich weiß nämlich ehrlich gesagt nicht allzu viel über die Mod. Ich habe das mal kurz ein bisschen überflogen, was er so in der SZ gepostet hat. Okay, ach so, er hat ja keine Karte gemacht, sondern hat immer die Symbole. Okay. Also, er hat sich da offensichtlich bei verschiedensten Romanen bedient. Also, Khart ist Westeros, das da ist Rohan, das ist Warhammer. das hier sieht irgendwie, keine Ahnung, Star Wars aus oder sowas. Keine Ahnung, also irgendwas erinnert mich das in Science Fiction. Das da ist auch Herr der Ringe. Sieht, das ist das alte Wappen von Gondor. Das ist auch Wappen von Gondor. Amon Ithil, das ist also Amon Ithil ist ja aus dem Silmarillion und Minas Ithil ist ja dann aus Herr der Ringe. Ja, keine Ahnung. Okay, da ist hier der Text nicht angepasst. Ja, also auf jeden Fall ist das noch in Entwicklung, das Spiel. Und, also die Mod, ja. Na komm, dann nehmen wir die, wir gehen mal rein. Also er hat das als Fantasy-Mod ja auch aufgestellt und konstruiert. Und, man muss mal, also wenn ich das richtig verstanden habe, ist er so ein Einzelkämpfer, also einer, der allein moddet. Da muss man auch mal Respekt zollen, weil Medieval 2 Modding, das ist schon ein trockenes Stück Brot. Ja, das zieht sich. Das ist ziemlich viel Arbeit. Und deshalb scheitern ja auch die meisten Mod-Projekte früher oder später. Das fängt man so locker flockig an und denkt so, hoch, ja, cool, bis Weihnachten bin ich fertig. Das habe ich damals bei 1648 auch gedacht. So, oh ja, so lange kann das so nicht dauern. Und dann sitzt man da und, das ist grausam, teilweise. Es gibt so Sachen, ich habe es irgendwo schon mal erklärt, ganz oft sitzt man stundenlang an irgendeinem kleinen, mistigen Detail. Wenn man das gemacht hat, fällt das hinterher in der Mod keinem Mensch mehr auf, weil das gehört irgendwie dazu. Wenn ich es aber nicht gemacht hätte, dann wird sofort das große Geflinne ansetzen. Ich bringe dann immer das Beispiel von den Namen, von dieser Bezeichnung für die Anführer. Das ist jetzt nicht so viel Arbeit. Also ich glaube, die Expanded ist das Textdatei. Da trägt man dann halt ein, zum Beispiel, dass jetzt hier der König von irgendwas eben König irgendwas ist. Ja? Also die Bezeichnung König trägt man ein. Und nicht Sultan. Und wenn man dann hinterher im Spiel ist und da steht dann König, fällt das keinem auf, weil jeder denkt sich, ja klar, ist ja der König. Wenn er jetzt Sultan stehen würde, was wahrscheinlich vorher der stand, dann würden alle sofort denken, warum steht da Sultan? Ja, also das sind so Kleinigkeiten. Und trotzdem braucht das halt Zeit und man muss es halt auch machen. Und da sitzt man dann auch wirklich Tage an lauter kleinen Friemeldateien und denkt sich so, ich werde hier nicht fertiger. Im Team geht das noch eher, weil beim Team dann halt sich gegenseitig Leid klagen kann, ja, gegenseitig sich bemitleiden kann oder sich Mut zuspricht, aber wenn man das allein macht, dann denkt man auch irgendwann mal, er säuft in den Dateien, man weiß nicht mehr. Okay, das ist alles Vanilla. Offensichtlich Sizilien. Ja. Ja, die Texte sind... hat er angefangen umzuschreiben.
Ja, also mit großartig hat man da jetzt noch nichts. Ich send mal den Knaben hier vor, das soll mal noch so ein Türmchen, obwohl hier sind schon Türmchen. Was willst du? Heute können wir nicht weiter marschieren. Hier endet der Tagesmarsch. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen. Ja? Ja, Herr. Ja, Herr. Ich überschreite mal die Grenze. Marschiert! Ah, Söldner, gibt es da irgendwie keine bis jetzt? Eure Befehle, edler Herr. Jo, heiraten darfst du Ja, auch. Herr. Komm, geh mal Ja. darüber. Natürlich, mein Herr. Schlagt das Lager auf, Männer. Befehle? Ja, Herr. Herr! Na? Befehle? Was machst du denn? Gehst du? Marschiert! Morgen ziehen wir weiter, Herr. Ja, ich baue jetzt mal so ein bisschen fröhlich vor mich hin. Na gut, auf Dauer frisst. Na, ich mach bloß, okay. Okay. Ja, ich schaue mich mal so ein bisschen um. Ja, Herr. Bewegung! Hier endet der Also ich Tagesmarsch. kann aus der Karte ja ersehen, dass hier scheinbar Meer ist und Inseln und das hier scheinbar ein Es Fluss. ist mir eine Ehre, euch Ja. zu dienen. Ah, hier ist die Karte irgendwie. Verstehe ich jetzt auch nicht so ganz. Egal, hier, also hier sieht man was. Ja, die Karte hat er doch hübsch gemacht. Ich habe so ein bisschen Verdacht, dass das auch wieder so von der Art der Zusammenstellung, was die Fraktionen angeht und was die Karte angeht, als Hot Seat Mod gedacht ist. Nicht so sehr als Singleplayer-Mod. Also er kann mich da mal korrigieren, wenn es dir nicht so sein sollte, aber es sieht für mich so ein bisschen so aus, auch von Edler den Herr? Wappen und so, dass Ja, es hier hauptsächlich mein darum Herr, gehen soll, lasse die Truppen hier rasten. anzubieten für Das wünscht ihr. Hotseat-Spiele. Das ist nicht möglich, mein Herr. Weil jetzt Großkripten so gut, andererseits, die Mod steht noch am Anfang. Da kann ja noch viel reingebaut werden, das ist ja alles kein Ding. Befehle? Ja, Herr. Morgen ziehen wir weiter, Herr. Dort kann ich nicht hin. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen. Wir marschieren! Oh, edler Herr, wir haben etwas für euch. Ja, machen wir mal Gegenangebot. So wird der Sultan das Angebot nicht annehmen. In Ordnung. Ja, dann ist mir auch Inshallah, egal. Wenn ihr uns beleidigen wolltet, hattet ihr Erfolg. Ja, komm. Was Geh mal wünscht ihr? zurück. Bewegung! Die Morgen machen ziehen wir wir jetzt weiter, platt. Herr. Edler Herr? Ja, Also ich habe mein halt da Herr, oben jetzt keine lasse die Söldner Truppen hier entdeckt. rasten. Ja, Herr? Das finde ich nicht eigentlich, also als Tipp, ja, das finde ich immer persönlich ziemlich nett bei so Mods, wenn die Söldnerschirme gefüllt sind.
Da kann man sich gerade, wenn man sowas selbst entwickelt als Fantasy, natürlich, kann man sich da auch immer ganz gut mein ein bisschen Herr, austoben. Lasse die Truppen hier rasten. Heute können wir nicht weiter marschieren. Ja. Ah, da ist doch ein Event. Okay. Edler Herr, was wünscht ihr? Marschiert! Marschiert! So, jetzt sind wir gleich kampfbereit und dann rücken wir vor, dann machen wir mal eine Schlacht und dann nachsetze ich dann das erste, den ersten. Eure Part. Majestät, vorwärts! Bewegung! Hier endet der Tagesmarsch. Ja gut, ich schweig halt jetzt ein bisschen viel, es tut mir auch leid, aber ich weiß ehrlich gesagt im Moment nicht so recht, was ich euch erzählen soll. Ich hab da ja auch keine Ahnung von der Mod. So, dann überfallen wir die mal. Ja, mein Herr. Wir werden mit dem Feind entgegentreten. Beginne die Belagerung. Männer, bringt unserem Volk Ehre, Ruhm und vor allem den Sieg. Und Schnaps und Weiber und Suff und Geld. Und die neue Xbox. Ja, siehe der Loading Screen, die Zitate, das ist alles noch nicht angepasst. Aber wie gesagt, ich finde das ja gar nicht so schlimm. Wenn er da dran bleibt und das nach und nach alles anpasst und umbaut, ist das ja trotzdem okay. Einheiten, wartet auf meine Befehle! So, mal gucken, ob man das hier auch so machen kann, wie ich das immer am liebsten eigentlich mache. Einheiten, marschiert! Bogenschützen, Armbrustschützen! Einheiten, marschiert! So. Na, kommen wir raus zum Spielen oder sollen wir reinkommen? Na, das habe ich mir schon gedacht. Ich mag Total War Spiele. Ich spielte ja schon seit Shogun 1 damals. Und das ist eine Liebe, die wurde zwar immer mal wieder so ein bisschen, naja, sagen wir mal,
Sie wurde etwas angeknackst von Zeit zu Zeit. Weil einfach da bestimmte Entwicklungen in der Serie gab, wo mir nicht gefallen haben. Aber letztlich ist das Spielprinzip halt immer wieder geil und es macht einfach Spaß. Ja? So, dann schiebt sie mal weg. Na gut, hab ich schon gedacht, dass es wahrscheinlich unnötig sein wird, da noch die Kavallerie in den Rücken zu führen. Weil eigentlich, diese Hellebarden, die hauen eigentlich mal alles weg. Nee, oder? Ihr seid jetzt nicht echt drumherum geritten. Ach, ihr seid so... Nee, egal. Gott. Wir haben sie zerfetzt, Herr. Sieg! Wir marschieren durch die Straßen unseres Feindes. Sieg! So, jetzt natürlich für mich die Frage, spiele ich das wirklich jetzt weiter? Oder wie sieht's aus? Wird da jetzt bald weitere Patches folgen? Oder neue Versionen? Weiß ich jetzt nicht. Kann ja der Modder vielleicht mal was zu posten, ob er das weitermachen wird oder ob das so bleibt, weil ihm das reicht. Ich finde auf jeden Fall interessant, ja. Ich finde vor allem die Karte interessant. Außerdem erobere ich, finde ich jede Karte irgendwie immer so eine gewisse Herausforderung, sie zu erobern. Und das sieht auf jeden Fall interessant aus. Und ja, dann war das mit der Schlacht um Aronia erstmal. Und ich warte jetzt einfach mal die Entwicklung im Forum so ein bisschen ab und dann sehen wir uns hier vielleicht bald wieder. Bis dann, viel Spaß, wir sehen uns im nächsten Video. Tschö.